Hallo, heute schauen wir uns nochmal die bedingte Wahrscheinlichkeit an, diesmal aber nicht allgemein, sondern ganz speziell bei medizinischen Tests. Die spielt hier nämlich eine ganz wichtige Rolle, weil sie einerseits die Qualität des Tests erklären kann und andererseits auch sagen kann, welche Konsequenzen wir uns quasi gesellschaftlich überlegen können, wenn wir solche Tests machen. Dazu schauen wir uns zwei Bevölkerungen an. In den Bevölkerungen interessiert immer zuerst, wie viele Leute sind denn überhaupt infiziert. Und das nennt man die Vortestwahrscheinlichkeit. Das macht auch Sinn, weil es ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in der Bevölkerung krank ist oder nicht, noch vorm Test. Also unsere Grundlage für den Test überhaupt. Und die machen wir einmal relativ hoch und einmal relativ klein. Hier in diesen Feldern habe ich 50 Spalten, also 50 Punkte in einer Reihe und insgesamt 40 Reihen, also brumm, 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 2000 Punkte. So, und wir sagen jetzt einfach, dass von diesen 2000 Punkten im linken Fall nur eine Zahl infiziert ist, also nur 50 Personen. Auf der rechten Seite machen wir es viel extremer. Da sagen wir, dass wieder von den 2000 Punkten diesmal nicht nur 50, sondern jede Menge nehmen wir mal, ach, nehmen wir doch mal grob die Hälfte einfach, also 1000 infiziert sind. So, das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Und jetzt werden wir die testen auf irgendeine Krankheit hin, eben zum Beispiel gerade mal Corona. Wenn wir uns Corona anschauen, dann habe ich eine Sensitivität bei den Schnelltests zumindest von 80% und eine Spezifität von 98%. Aber jetzt ist genau die Frage, was das bedeutet. Die Sensitivität sagt mir, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person, die tatsächlich infiziert ist, auch ein positives Testergebnis bekommt. An meiner Formulierung habt ihr schon gemerkt, dass es eine bedingte Wahrscheinlichkeit ist. Wenn ich die also aufschreibe, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, die Bedingung ist, dass er tatsächlich infiziert ist. Ich mach mal nur inferent raus, dass diese Person auch ein positives Testergebnis bekommt. Positiv heißt bei Tests leider immer nicht positiv für die Person, sondern positiv für ein Virus. Das heißt, der Virus ist da, die Person wird also auch tatsächlich als krank erkannt. So, die Spezifität ist genau das Gegenteil. Wir wollen ja auch nicht, dass jetzt lauter Leute, die eigentlich gesund sind, hier ein positives Testergebnis kriegen und deswegen unnötig zu Hause bleiben müssen. Und das sagt eben die Spezifität, weil die sagt uns, wie wahrscheinlich es ist, dass eine gesunde Person, also bedingungsgesund, auch wirklich ein negatives Testergebnis bekommt. Gut, jetzt haben wir die Fachbegriffe schon mal abgebildet und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze in den Diagrammen ausschaut. Erstmal habe ich gesagt, dass ja meine Vorwahrscheinlichkeit links 50 ist. Das heißt, ich färbe die Leute, die infiziert sind, mal rot ein. Das wären in diesem Fall also nur die letzte Reihe. Rechts habe ich gesagt, ist die Hälfte infiziert, also zack. Damit haben wir schon mal die Vortestwahrscheinlichkeit eingezeichnet. So, und nun geht es ja darum, wie die Tests noch ausfallen. Wir schauen uns zuerst die Leute an, die infiziert sind. Dadurch, dass ich mir jetzt eben diese Untergruppe anschaue, schaue ich mir automatisch die Sensitivität in dem Fall an. Wir haben gesagt, die Sensitivität ist 80%. Das bedeutet, von meinen 50 Infizierten bekommen nur 80% auch ein positives Ergebnis. Das sind 40. Das heißt, 10 meiner Punkte kriegen hier ein negatives Testergebnis, obwohl sie infiziert sind. Und nur 40 Leute bekommen ein positives Testergebnis. Die mit positivem Testergebnis zeichne ich jetzt mal gelb ein. Das heißt, zack, das wäre hier also die Gruppe. Jetzt kommt die Krux. Diese 40 positiven Ergebnisse, mehr sind es ja nicht, sind nicht die einzigen positiven Ergebnisse, die ich jetzt in der linken Bevölkerungsgruppe kriege. Und zwar wegen der Spezifität. Die Spezifität, haben wir hier gesagt, liegt bei 98%. Ist eigentlich ziemlich super. Das heißt nämlich, dass Gesunde auch in 98% als gesund erkannt werden. Das heißt aber, dass 2% von ihnen eben als krank erkannt werden, obwohl sie gesund sind. So, und jetzt geht es darum, dass wir noch 1950 Punkte haben, die an sich ja gesund wären.
Von denen bekommen mit 2% dennoch ein positives Testergebnis. Wenn wir das geschwind in Taschenrechner eingeben, sehen wir, dass das tatsächlich 39 Personen sind. Das bedeutet, im linken Fall kommt noch diese gelbe Menge an Punkten dazu, an positiven Tests. Und das Beispiel hier ist rechnerisch recht hübsch. Das heißt, wir sehen jetzt hier links, insgesamt gibt es folgende Anzahl an positiven Tests, n steht im Veranzahl, nämlich 39 plus 40. Die hier sind die echt Kranken und das hier sind die Fehler, die wir machen. Und das heißt in unserem speziellen Fall hier, dass die Wahrscheinlichkeit, falls ich ein positives Testergebnis habe, dass ich dann auch wirklich infiziert bin, gar nicht mehr so hoch ist. Weil schaut mal her. Insgesamt schaue ich mir jetzt nur die gelben Punkte an. Das heißt, unten würde ja die Wahrscheinlichkeit dafür stehen, dass ich positiv bin. Gelbe Punkte gibt es 79. Und jetzt interessieren mich die, die davon aber auch echt infiziert sind. Das heißt, die, die einerseits infiziert sind und die andererseits auch als positiv erkannt werden. Die registriere ich hier. Und das sind nur 40. Und kurz über den Kopf überschlagen sehen wir, dass das circa 50% nur sind. Das bedeutet, die Hälfte der Leute, die ein positives Testergebnis hier bekommen, sind gar nicht infiziert. Und in diesem Beispiel hatte ich schon sehr viele Kranke, nämlich 50 von 2000. Der Effekt ist noch viel, viel größer, wenn ihr noch kleinere Zahlen hättet, also wenn ihr noch weniger Infizierte hättet. Einfach, weil ihr ja immer diese Anzahl an Personen habt, die gesund sind, aber einen fehlerhaften Test ausgestellt bekommen. Wenn es jetzt in eurer Bevölkerung total viele Gesunde gibt, gibt es automatisch insgesamt auch ziemlich viele, die ein falsches Testergebnis bekommen, also die einen positiven Corona-Test haben, obwohl sie ja gesund sind. Einfach aus der schieren Menge. Wenn ihr 1 Million Leute testet, die alle gesund sind und der Test hat nur 2% Fehler, dann bekommt ihr von den 1 Million Leuten trotzdem bei 2% Fehler 20.000 Fehlergebnisse raus, also 20.000 positive Corona-Tests. Wenn jetzt da nur 100 dabei gewesen wären, die jetzt wirklich Corona haben, und wenn der Test so gewesen wäre, dass er jeden von den Corona-Kranken erkannt hätte, dann hätten wir also 100 positive Tests von Corona-Kranken und 20.000 gegenüberstehen von Leuten, die gesund sind, wo einfach nur der Test nicht geklappt hat. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz beruhigt reingehen, weil wenn ihr ein positives Testergebnis bekommt, heißt es noch lange nicht, dass ihr auch wirklich Corona habt. Weil eben diese große Masse an fehlerhaften positiven Tests von gesunden Personen noch dagegen stehen. Ganz anders schaut es aber aus, wenn unsere Bevölkerung sehr stark infiziert ist. Das haben wir jetzt eben im rechten Fall. Hier haben wir die Hälfte der Bevölkerung mit Corona infiziert. Und jetzt schauen wir uns wieder an, wie das mit den Tests klappt. Unsere Sensitivität war ja 80%. Das heißt, es werden von diesen 1000 Personen immerhin 800 erkannt. Ich markiere sie wieder gelb. Gut, das sind jetzt also jede Menge. Auch hier habe ich natürlich den Fall, dass ich auch die Blindgänge habe bei denen, die gesund sind. Das bedeutet, auch hier ist es so, dass 2% der Gesunden dennoch ein positives Testergebnis bekommen. 2% von 1000 ist ja einfach, das sind 20. Und man sieht jetzt schon, okay, die 20 werden gegen die anderen 800 nicht sehr stark ins Gewicht fallen. Also, wir rechnen es trotzdem mal aus. Insgesamt kriegen wir in dieser Bevölkerung von den 2000 Leuten an positiven Ergebnissen also jetzt einmal die 800 und einmal die 20. Diesmal habe ich es umgekehrt geschrieben. Die 20 sind die Fehler und die 800 sind die Echten, die auch wirklich Corona haben. So, das bedeutet, wenn die Bevölkerung eine sehr hohe Infektion hat, also eine sehr hohe Vortestwahrscheinlichkeit, dann ist es so, dass diese Tests tatsächlich auch euch ein zuverlässiges Ergebnis geben.
Ich möchte jetzt also die Wahrscheinlichkeit wissen, dass jemand, der ein positives Testergebnis hat, auch wirklich infiziert ist. Das heißt, die Grundmenge, die ich mir anschaue, sind jetzt nur noch die Infizierten, 820. Und jetzt sind davon aber 800 auch tatsächlich infiziert. Das heißt, sie haben nicht nur ein positives Ergebnis, sondern sind auch tatsächlich infiziert. Und wenn wir das im Taschenrechner eingeben, sehen wir, dass das ungefähr 97,5% sind. Das heißt, jetzt plötzlich ist es so, obwohl sich der Test kein bisschen geändert hat, dass wenn ihr in einer stark infizierten Bevölkerung einen Corona-Test macht, und zwar diesen Standard-Schnelltest, den ihr jetzt alle hier habt, dann könnt ihr euch zu 97,5% sicher sein, dass wenn er positiv ist, ihr auch wirklich infiziert seid. Genau. Zusammengefasst können wir also sagen, dass die Zuverlässigkeit von einem Test noch lange nichts darüber aussagt, ob für euch individuell das Ergebnis auch tatsächlich zuverlässig ist. Weil, wenn ihr auch nur einen ganz, ganz kleinen Fehler habt, wie zum Beispiel von 2%, ist es dennoch so, dass der auf eine ganz große Menge zu einer großen Zahl werden kann. Wohingegen eine kleine Zahl an Infizierten, selbst wenn der Test die alle erkennen würde, trotzdem noch eine kleine Zahl bleibt. Das heißt, insgesamt gibt es einfach in der Bevölkerung viel mehr falsch positive Tests als richtig positive Tests, weil es einfach insgesamt viel weniger positive Tests gibt, die auch berechtigt werden, also viel weniger Infizierte. Ich hoffe, ich konnte jetzt da einiges klar machen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!